Schon ein bisschen länger her, dass wir euch ein Kostenvideo gezeigt haben. Das ist nicht in Vergessenheit geraten und es ist einfach eine Zeitfrage. Und oftmals auch so, dass wir so viel Videomaterial haben von anderen Dingen, die wir euch einfach zeigen wollen, dass sowas dann nach hinten rückt. Aber ich bin euch noch schuldig ein Kostenvideo über die 21 Tage, die wir auf Bali waren, in Indonesien. Wir sind von Japan, von Tokio nach Denpasar, Bali geflogen. Dort gibt es einen Direktflug mit Air Asia. Der hat uns 1.000 Euro gekostet für alle 5 zusammen, inklusive Gepäck. Das ist gar nicht so teuer, wenn man bedenkt, dass es ein 7-stündiger Flug ist. Und dann sind wir auf Bali erst an der Nordküste in Amed untergekommen, hatten dort eine Unterkunft. Hatten ein bisschen Pech, würde ich sagen, mit der Unterkunft, mit dem Zimmer selber, was wir dort hatten. Eigentlich war die Unterkunft schön, aber das Zimmer, was wir hatten, war so ein bisschen von Schimmel befallen. Das können wir auch nochmal das Video euch verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und dann sind wir durch einen wirklich sehr, sehr glücklichen, zufälligen Kontakt bei Instagram in eine absolute Luxusimmobilie reingekommen, zu Konditionen, wo die Eigentümer gesagt haben, komm, lass uns einfach eine tolle Zeit haben, wir sind auch Deutsche, wir haben auch Kinder und das passt sehr gut und wir möchten einfach, dann zahlt ihr uns das, was ihr könnt, weil das sonst eher leer stehen würde. Und so haben wir das geschafft, für 20 Nächte auf Bali im Schnitt 25 Euro zu bezahlen, was genau 500 Euro ausmacht. Und das ist schon, wenn ihr euch das mal anguckt, die Bilder, diese traumhafte Unterkunft dort. Wir können die auch nochmal verlinken hier drunter. Kostet normalerweise 450 australische Dollar pro Nacht. Ja? Das hätten wir uns nie im Leben leisten können. Was man nicht verachten darf auf Bali ist, ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Ich gucke mir bei Google Maps an, ach ja, die Insel ist ja gar nicht so groß. Ich sehe dann, oh, das sind so 30 Kilometer, halbe Stunde. Man hat ja dann so diese deutschen Parameter noch drin. Pustekuchen, ja. Also es geht hoch und runter, die Straßen schlängeln sich. Es ist Verkehrschaos auf der ganzen Insel. Und wir haben für das Stück vom Flughafen Denpasar bis nach Amed hoch 4 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, es sind glaube ich gerade mal 100 Kilometer. Und Transportkosten muss man einfach einrechnen. Wir sind einmal durch Bali durchgefahren, nach Ubud, dann darunter hoch nach Amed, zurück nach Denpasar. Wir haben 50 Euro in den 20 Tagen nur für Transportkosten gehabt, was natürlich relativ günstig ist, aber man muss es einfach berücksichtigen, dass man diese Strecken mit dem Roller nicht fahren kann, sondern man ist darauf angewiesen, mit einem Taxi oder einem Shuttle zu fahren. Essenstechnisch ist natürlich Bali ein Paradies. Die ganze rohvegane Szene spielt sich in Ubud ab und da haben wir es natürlich auch nicht lumpen lassen und haben dann an dieser Stelle einen großen Dank an Bob und Diana von Aero Travel Kitchen für die zahlreichen Tipps, wo wir dann da genau hingehen müssen. Und da haben wir uns 3 Tage richtig gut gehen lassen und haben die ganzen rohveganen Restaurants von Ubud getestet. Die restliche Zeit, gerade die, wo wir in der Villa waren, haben wir eine eigene Küche gehabt, haben selber im Supermarkt das Essen gekauft, selber gekocht. Und das macht am Ende 250 Euro, habe ich gerade zusammengerechnet, für 20 Tage Essen, absolut im Schnitt. Und wir waren noch einkaufen, unter anderem hier dieses T-Shirt habe ich mir gekauft auf Bali. Flipflops für die Kinder. Flipflops für die Kinder, also ich brauchte ein paar neue Flipflops. Die Kinder haben ihre Flipflops wieder kaputt gekriegt und da sind auch nochmal für neue Klamotten ungefähr 50 Euro draufgegangen. Wenn man das alles zusammenrechnet, der Flug, die Unterkünfte, die Transportkosten, das Essen und die Kleidung, sind wir summa summarum bei 1.850 Euro. 5 Leute, was ich glaube ein bisschen verzerrt dargestellt ist, weil wir wirklich sehr, sehr günstig einen extrem hohen Lebensstandard hatten. Und deshalb plant lieber ein bisschen mehr ein, weil Bali eben nicht mehr so das kleine idyllische Loch ist, sondern Bali ist Tourismus pur. Und nur durch den glücklichen Zufall war das für uns tatsächlich so günstig. Als nächstes folgt dann die Abrechnung für den Monat Kambodscha, der ein bisschen speziell ist, weil da haben wir Besuch gehabt. Aber das erzähle ich dann in dem Video ganz speziell. Hier. Und das letzte Video von uns findet ihr hier. Und jetzt, tschüss!